Hallo YouTube, es ist schon ganz schön spät, wir haben gerade 12:15 Uhr, der Bundesvision Song Contest ist gerade zu Ende gegangen und eigentlich ist es auch nicht unbedingt meine Art, zu allem meinen Senf dazuzugeben, aber was gerade abgelaufen ist, hat mich auf jeden Fall richtig aufgeregt innerlich. Und zwar, ich habe zufällig eingeschaltet, beziehungsweise wir haben mir extra diesen DVB-T-Receiver an den Laptop angeschlossen, damit man überhaupt Fernsehen gucken kann. Fernsehen ist sonst nicht so mein Ding, sage ich ganz ehrlich, und was ich dann die letzten 3 Lieder, die dann vor Xavash gekommen sind, die dann da waren, ganz ehrlich, ist auch nicht so mein Ding. Aber jedem sein Geschmack, jedem das Seine, so. Nur die Performance von Xavash war halt einfach top. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mir schon natürlich das Album besorgt habe. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, Top-Album. Aber ich habe mich gefreut, Gänsehaut bekommen bei der Performance, tolle Sache. Was ich nur unglaublich krass fand, war, was dann gekommen ist. Und zwar, ich habe auch sogar eine SMS geschickt. Ich gebe ehrlich zu, ich habe noch nie bei so einem Voting oder bei so einer Sache mitgemacht. So. Aber da, ich habe einfach gedacht, cool, wenn man etwas gut findet, wenn man etwas feiert, dann muss man es auch unterstützen. Und ich bin ein langjähriger Xavier Naidoo-Fan und Savage ist auch ein Top-Typ. Vor allem, was die beiden zusammen machen, hat wenigstens Hand und Fuß. Das ist ja ein Song-Contest und keine Freak-Show im Endeffekt. Deswegen sind das auch die verdienten Gewinner. Ich lasse zwar, wie gesagt, jedem seinen Geschmack und seine Meinung, aber was dann am Ende passiert ist, dass als klar war, dass Xavas gewinnen wird, dass dann da gepfiffen und gebuht wurde in der Halle und die Leute da so Stimmung gegen gemacht haben, warum? Also ich verstehe das nicht, mich hat das auch richtig sauer gemacht, weil das im Endeffekt als Song der einzige Song war, der da irgendwie anständig, also zumindest für mich, für meinen Geschmack, der auch mal Content hatte. Und gut, die Kritik war wohl, dass das ein Nachwuchswettbewerb sein soll, ein Wettbewerb für Nachwuchskünstler. Aber wenn das Argument ist, dann darf man das halt nicht so als Song-Contest deklarieren. Außerdem die Aufmerksamkeit, die irgendwelche Nachwuchskünstler bekommen, dadurch, dass jemand wie Kool Savas und Xavier Naidoo für dieses Event Werbung machen und das nach vorne bringen, ist 10.000 Mal mehr wert als der erste Platz. Und ich finde, wenn man sowas annimmt und da mitmacht, dann sollte man das auch ernst nehmen. Und diese Meinung wollte ich nur eben loswerden. Schreibt doch unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt, so, ob ihr eher meint, das ist schon ganz gut so, die sollen haben da gar nichts zu suchen, oder ob ihr vielleicht auch euch schon das Album besorgt habt, was euer Lieblingssong ist. Das wollte ich eben loswerden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Max, ich komme aus Neuss. Bis Spider-Man.